Im Community-Tab habe ich euch gefragt, ob ich ein Video mit meinen Zero-Waste-Helferlein machen soll. Sprich, diese Dinge helfen mir ein bisschen nachhaltiger zu sein. Und dieses Video zeige ich euch heute, denn ihr habt für Ja gestimmt. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute gibt es meine nachhaltigen Helferlein. Ich bin nicht perfekt, das möchte ich an der Stelle absolut nicht sagen, aber ich versuche schlicht und ergreifend das Beste zu machen, was für mich auch möglich ist. Und ja, in mancherlei Hinsicht ist man einfach auch noch so ein bisschen bequem und hat das noch nicht umgestellt. Und ich möchte jetzt aber euch die Dinge zeigen, die ich bereits schon mache. Und ich fange mal mit der Zahnbürste an. Die gibt es inzwischen überall. Und ich bin echt froh, dass es die überall gibt. Also es ist kein besonderes Teil mehr. Als ich angefangen habe, das war vor ungefähr 2 Jahren, die Holzzahnbürsten zu verwenden. Nee, so lange ist es nicht her. 1,5 Jahre vielleicht. Da musste man bestellen und das hat mich immer geärgert, bei jedem kleinen Teil irgendwie eine Bestellung zu machen. Ich habe zum Teil bei Amazon bestellt, ich habe bei Ecoverde bestellt, ich habe, woher habe ich denn die erste gehabt? Ich glaube, die hatte ich aus der Vegan-Box. Nee, da habe ich schon Holzzahnbürsten verwendet. Nee, in der Vegan-Box hatte ich meine erste, genau so war es. Die habe ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr abonniert gehabt. Und da habe ich dann gemerkt, ah, das ist gar nicht schlecht. Und bin dann hergegangen und habe angefangen, Holzzahnbürsten zu bestellen. Aber jetzt ist es inzwischen so, der DM hat mehrere Varianten. Du bekommst bei Dance bekommst du eine eigene Zahnbürste. Dann der Müller hat die Hydrophil im Sortiment. Also es ist inzwischen echt überhaupt kein Problem mehr. Und das ist jetzt eine hier mit, das ist eine aus Holz, genau, nicht aus Bambus. Ich habe dazu ein extra Video gemacht, das verlinke ich dir gerne unter dem i, da schaust du mal rein. Da habe ich auch unterschiedliche Zahnbürsten vorgestellt und jetzt kommt nämlich das nächste. Da habe ich nämlich auch 2 Varianten an Zahnputzmöglichkeiten vorgestellt und das hier sind diese Zahnputztabs, die ich jetzt auch schon eine Weile lang habe. Und das andere habe ich jetzt nicht hier stehen, weil das schon ziemlich siffig aussieht. Das ist so eine Paste, die in einem Gläschen daherkommt. Also das ist eher Low Waste. Das ist auch eher Low Waste, weil da habe ich eine Unverpackung gehabt. Das kann ich aber zukünftig im Unverpacktladen kaufen. Und die heben mich schon ziemlich lange. Ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen mit denen im Clinch. Ich habe die von Lush anders in Erinnerung. Die waren, glaube ich, wirklich besser. Die sind so ein bisschen so stärkehaltig. Das sind die, wo es beim DM gibt. Also du hast manchmal wirklich das Gefühl, du beißt auf Kartoffelstärke rum. Das ist, glaube ich, auch Kartoffelstärke. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das gefällt mir irgendwie weniger. Aber es ist trotzdem eine gute Variante und du kannst dir sicher sein, da ist kein Quatsch drin. Und verpackungstechnisch ja, hilfst du da natürlich auch weiter, wenn du sowas verwendest. Die habe ich jetzt mindestens auch schon fast 2 Jahre. Also da kommt es, glaube ich, schon hin. Die sehen dementsprechend natürlich auch nicht mehr, also so hundertprozentig sauber werden sie nicht mehr. Das sind Pads aus Bio-Baumwolle. Und damit schminke ich mich ab. Also ich gucke, dass wenn ich Augen-Make-up habe, dass ich das mit dem wegmache, weil es halt dann doch so ist, dass da halt ein grauer Schleier drin bleibt. Und die funktionieren für mich echt gut. Ihr könnt die aber auch selber machen. Also wenn ihr überlegt, so Pads euch zu besorgen, wenn du ein altes Handtuch hast und ein altes T-Shirt, kannst du beides zusammennähen. Und dir dann so Kreise ausschneiden und voilà, du hast ein Pad komplett selber gemacht. Das ist also richtig nachhaltig dann. Waschen tue ich das Ganze, also ich sammle mir die alle zusammen erstmal. Das hängt bei mir im Bad und dann tue ich die da immer rein und waschen tue ich das in diesem Waschbeutel. Der wird dann oben zugemacht, damit die einzelnen Teile hier nicht in der Waschmaschine rumfliegen. Mir sind die dann immer verloren gegangen irgendwie, so wie es mit den Socken halt auch ist.
Das Sockenmonster hat die dann halt auch irgendwie gefressen. Ich bin zufrieden mit denen. Also, aber die kannst du wirklich genauso gut super selbst machen. Also, dass du da halt wirklich noch weniger Ressourcen verwendest. 2 Jahre und da ist noch keiner irgendwie kaputt gegangen. Ich weiß nur, ich musste mal welche nachkaufen, weil, wie gesagt, das Sockenmonster zugeschlagen hatte. Und dann war es so, dass ich genau in der Veganbox nochmal die Möglichkeit hatte. Da war dann so was von Lamazuna drin, da ist nämlich der Waschbeutel auch her. Und dann hatte ich richtig viele. Also ich brauche mir wirklich nie wieder sowas zu kaufen. Das ist wirklich geschickt, gerade zum Abschminken. Gerade wenn du jemand bist, der viel Wimperntusche trägt oder Eyeliner oder so, kann ich das wirklich empfehlen. Ich verwende schon unwahrscheinlich lange Seife und meistens Seife von Zenobia. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich dir auch unter dem i. Und da habe ich etliche Flaschen Duschgel schon gespart, weil ich verwende das, glaube ich, seit komplett 2018 nur noch Seife. Es kann auch ein bisschen länger her sein. Und früher war es dann auch so, dass ich so, ich habe sie immer Duschbuschel genannt, wüsste diese bunten Dinger, die es im DM auch gibt, zum Aufschäumen. Aber da ist das Problem, das ist eben auch aus Kunststoff und es verwittert sehr schnell und bildet Mikroplastik. Und da hatte ich in der Lucky Vegan Box so ein Teil. Das ist jetzt ein ganz neues vom Unverpacktladen, weil das andere ist nass noch. Das kann ich euch nicht zeigen. Und da kommen Seifenreste rein oder halt auch kleinere Seifen, die du da reinpacken kannst und damit dich waschen kannst. Ich kannte diese Sisal-Sachen schon immer, aber ich fand die immer zu grob. Jetzt gibt es die halt speziell für so Seifenstücke und da sind die halt nicht mehr ganz so grob gewebt. Und der passt jetzt hier nicht rein, aber sobald ich da, wie gesagt, wieder einen Seifenrest habe, kommt das dann wieder in das Säckchen rein. Darüber habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Das sind Bambuspflegetücher. Also, dir muss halt klar sein, dass wenn du Mikrofasertücher verwendest, dass die eben Mikrofasern abgeben ans Wasser, sprich Mikroplastik. Und das hier ist eine Variante, da hat mich die liebe Petra aufmerksam gemacht. Das ist aus Bambus. Und ich bin mit denen echt zufrieden. Wenn man die wäscht, dann werden die ein bisschen heller. Da habe ich die ebenfalls ein Video. Guckst du mal unter dem i. Da führe ich das mehr aus, wie ich mit diesen Tüchern zurechtgekommen bin. Kosten natürlich ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe die um die 30 Euro habe ich bezahlt. Ich verlinke dir das alles unten mal. Guckst du einfach rein in die Infobox. Alles, was ich verlinken kann, verlinke ich dir. Machen wir es mal so. Und da sind eben mehrere drin und da brauche ich auch so schnell nichts mehr. Bei den Mikrofasertüchern war bei mir immer das Problem, wenn die zu alt geworden sind, haben die sich so ganz komisch eingerollt und dann musste du sie wegschmeißen. Erst vor kurzem gekauft, so ein schickes Döschen und was ist drin? Unverpackte Taschentücher. Ich bin nicht der Typ, der Stofftaschentücher nimmt. Das ist für mich auch was, das funktioniert einfach nicht. Und da war ich immer drauf und dran, da eben was zu finden, was irgendwie dem, also dass du was für unterwegs hast zumindest. Du kannst dir ja, wenn du zu Hause bist, kannst du dir ja so eine Tempo-Box kaufen, dass du nicht die ganze Zeit diese Plastikverpackung hast. Aber für unterwegs ist das halt einfach eine gute Sache. Und ich bin eh Allergikerin, ich brauche öfter mal ein Tempo. Die Tempo-Taschentücher und die Box, die habe ich ebenfalls wieder vom Unverpacktladen. Und ich finde die ganz schick eigentlich. Also man kann sie zwar auch für andere Dinge verwenden, gerade für so Kleinkram in der Tasche. Hat mich nicht viel gekostet, glaube so um die 4 Euro oder so. Das nächste Teil habe ich selbst noch gar nicht verwendet. Und zwar ist das vegane Zahnseide zum Nachfüllen. Ich habe schon in meinem Unverpacktladen gesagt, er soll sich das auf jeden Fall besorgen, dass ich da diese Spulen wenigstens habe. Aber das reicht jetzt erstmal eine Weile. Und ich muss noch meine verpackte Zahnseide aufbrauchen. Das ist eine richtig coole Sache, weil das ist dieser Container, der ist auch aus Glas und geht hoffentlich nicht so schnell kaputt. Aber dazu kommen wir gleich, weil ich schmeiß Sachen auch gern mal runter. Also,
Bambusliebe gibt es, glaube ich, noch andere Marken. Die verlinke ich euch ebenfalls mal unten in der Infobox. Also ich habe da noch einiges anderes entdeckt auf Amazon. Ich hatte mir eine Soul Bottle gekauft. Also Anmerkung, das ist nicht die Soul Bottle, die ich mir gekauft habe. Das hat mir eine Abonnentin geschenkt. Ich, Idiot, habe meine gerade mal 24 Stunden gehabt und dann haben wir sie auf den Boden geschmissen. Das meine ich mit Glas ist so eine Sache und Glas ist auch so eine Sache. Da müsst ihr echt abwägen, ob das was für euch ist. Aber bei mir ist es halt wirklich so, dass ich die Glasflasche grundsätzlich für Wasser nehme, weil ich trinke viel Wasser am Tag. Ich mag es nicht aus der Metallflasche, die ich habe, das ist die hier, Wasser zu trinken. Die hatte ich jetzt viel beim Fahrradfahren immer dabei. Da kann man auch warme Getränke reintun. Das Geschickte an der hier ist halt, die ist doppelwandig. Das bedeutet, warmes bleibt warm, kaltes bleibt kalt. Aber da so Wasser raustrinken, Hass pures mag ich nicht. Und da ist halt das halt wirklich die bessere Variante. Inzwischen hat Soul Bottle aber auch Metallflaschen, habe ich auf Instagram gesehen, die genauso schicki aussehen. Sie sind halt geschickt. Ja, man hat hier so einen Henkel, sieht aus wie so ein kleines Milchfläschli. Und die war aber auch super. Ja, und bei der hat man halt nicht so die große Angst, dass sie kaputt geht. Die würde ich zum Fahrradfahren jetzt nicht mehr mitnehmen. Genau, es ist mir beim Fahrradfahren passiert. Für Suppe oder Kaffee, da kannst du genauso gut auch Kaffee draus trinken, ist das hier. Das ist eine kleine Thermoskanne. Also das würde ich jetzt weniger zum draus trinken verwenden. Wenn ich da Kaffee drin hatte oder Tee, dann habe ich da direkt draus getrunken. Also das Einzige ist halt wirklich, das ist ein bisschen ungeschickt, du musst halt diesen Deckel wegmachen. Und kannst dann erst raustrinken. Diese Trinkbecher sind dann natürlich geschickter. Ich habe die Kanne hier, habe ich damals von, da steht die Marke drauf, Kiwanta zur Verfügung gestellt bekommen, genauso wie die Flasche. Und die sind immer noch im Gebrauch. Also ich liebe die zwei Sachen wirklich, wirklich, wirklich ganz doll. Also da war ich noch nicht mal so drauf, dass ich irgendwie so viel gemacht habe, wie ich es heute mache. Ich finde, Nachhaltigkeit ist halt eben auch ein Prozess und erwarte nicht zu viel von dir. Fang mit kleinen Dingen an. Und ja, und wenn es nur dein Kaffee ist, den du aus einem mitgebrachten Becher trinkst, dann ist das schon eine ganz, ganz große Sache. Die letzte Sache, die ich euch heute vorstellen möchte, ist meine Bento-Box. Die habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile, da hatte ich auch schon Videos drüber gemacht. Ich werde in Zukunft auch auf meinem Zweitkanal wieder Videos machen. Ich hätte heute gerne wirklich noch so eine Metalldose, aber nur weil sie mir gut gefällt. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist Kunststoff hier. Das ist aber nichts, was du wegschmeißt. Also du hast ja tatsächlich die Möglichkeit, da auch was in die Mikrowelle zu stellen. Wenn bei der Arbeit zum Beispiel eine Mikrowelle ist, kannst du das so reinstellen. Machst du das Ventil hier auf, dass die Luft entweichen kann. Zusätzlich ist das Ganze auch so ziemlich dicht. Das bedeutet, da kann nichts auslaufen. Sie ist kompakt. Also man hat nicht so viel Platz. Also die verbraucht nicht viel Platz, weil sie relativ schmal ist. Der einzigste Nachteil an ihr ist wirklich dieses Speisefach. Die gibt es in ganz schwarz und in unterschiedlichen Farben. Ich rate dir von dem Weiß ab, weil du kennst das wahrscheinlich von deinen Tupperdosen. Wenn das mit Tomate und Fett in Kontakt kommt, dann wird es orange. Und das stand auch in der Beschreibung drin. Das fand ich ein bisschen unüberlegt von mir. Von dem her finde ich, also ich esse halt gern Tomate und ich könnte da jetzt zum Beispiel nie was mit Tomatenmark oder so reinpacken, weil das wird halt wirklich verfärbt sein. Und dafür wäre es halt wirklich zu schade. Du guckst unten in die Infobox rein, da verlinke ich dir alles, was ich dir verlinken kann, also was ich gefunden habe. Und meine Bento-Box habe ich damals auch über Amazon bestellt. Zum Schluss möchte ich dir noch diese Socken zeigen von Tok Tok. Das sind tatsächlich Socken aus Fairtrade Bio, 75%. Und
Die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Also, ich habe mir früher immer die Socken von H&M gekauft und die sind sehr schnell immer kaputt gegangen. Bei denen, ich habe so viele Paar Socken jetzt von Tok Tok, noch kein einziges Paar kaputt gegangen. Noch nicht ein einziges Paar. Ja, also, meine ältesten Socken von Tok Tok, die leben immer noch. Und das hat es bei den H&M Socken nicht gegeben. Die haben so eine gute Qualität. Und ich habe mir im März, da war im Sale ziemlich viel, ja, was runtergesetzt war. Auf dem Online-Shop müsst ihr mal gucken, mal Tok Tok. Und da habe ich zugeschlagen und da habe ich ziemlich viele Paare geholt, weil ich einfach weiß, ich bin mit denen zufrieden. Und bei mir dürfen Socken gerne auch mal ein Camouflage-Muster haben oder so. Das stört mich nicht so. Bei Kleidungsstücken ist es bei mir ja so, das weißt du ja. Ich habe ja die Lookbooks, verlinke ich dir auch mal unter dem i, dass ich eigentlich fast nur noch Secondhand kaufe oder eben versuche Fair Fashion zu kaufen, wie jetzt bei den Socken. Und das ist eine Sache, die du am einfachsten umsetzen kannst, dass du einfach sagst, ich gehe ab und zu mal in einen Secondhand-Laden und guck mal, was es da so gibt. Oder ich empfehle dir an der Stelle einfach auch Jubab. Da ist es eben richtig erschreckend, wie neu die Sachen sind, die verkaufen. Und es gibt ja so eine Statistik, dass Kleidungsstücke maximal dreimal getragen werden. Ich habe jetzt eine Strickjacke von meinem Vater, die ist schon mindestens 1000 Mal getragen worden, so viel zum Thema. Also meine Kleidungsstücke sind da auch mit drin, das ist ja das Krasse an der Sache. Und da einfach zu gucken und nicht ständig zu kaufen, was hast du, wie kannst du einkaufen, wie kannst du deine Kleidungsstücke variieren, das ist eben auch eine ganz wichtige Sache. Auch wenn das einem nicht so megamäßig vorkommt, was man da jetzt macht, hat es trotzdem eine Auswirkung. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!